Das ist die Simulation einer zweidimensionalen elektromagnetischen Welle. Solche Wellen werden von den vier Maxwell-Gleichungen vorhergesagt, die wir im Video über die Maxwell-Gleichungen kennengelernt haben. Wenn wir Ladungsdichte und die Stromdichte gleich 0 setzen, bekommen wir Maxwell-Gleichungen, deren Lösungen nur dann gelten, wenn es im Raum keine Ladungen und Ströme vorhanden sind. Wir bekommen Maxwell-Gleichungen im Vakuum. Diese verraten uns die Existenz von elektromagnetischen Wellen im Vakuum. Wie erhalten wir daraus die Wellengleichungen für das E- und B-Feld? Die Maxwell-Gleichungen sind gekoppelte Differentialgleichungen. Das heißt, die unbekannten E und B stecken in einer Gleichung zusammen, nämlich in der dritten und vierten Maxwell-Gleichung. Nehmen wir die Maxwell-Gleichung für die Rotation des E-Feldes und entkoppeln sie. Dazu wenden wir auf beiden Seiten der Gleichung das Kreuzprodukt mit dem Nabla-Operator an. Die Zeitableitung zusammen mit dem Minuszeichen darf vor den Nabla-Operator vorgezogen werden, da der Nabla-Operator nicht von der Zeit abhängt. Jetzt kannst du die vierte Maxwell-Gleichung, die Rotation des B-Feldes, hier einsetzen. Die Zeitableitung vor dem E-Feld darfst du mit der anderen Zeitableitung zur zweiten Ableitung zusammenfassen. Mit der einen Seite der Gleichung sind wir fertig. Für die andere Seite benutzen wir eine Gleichung aus der Mathematik, die Rotation der Rotation eines Vektorfeldes f, gleichgesetzt mit dem Gradienten der Divergenz von f minus die Divergenz des Gradienten von f. Das ist einfach eine Beziehung, die man herleiten kann. In unserem Fall ist f das elektrische Feld E. Ersetzen wir damit das doppelte Kreuzprodukt. Was die Divergenz des elektrischen Feldes ist, verrät uns die erste Maxwell-Gleichung. Sie ist 0, also fällt dieser Term weg. Entfernen wir noch das Minuszeichen auf beiden Seiten und bekommen die Wellengleichung für das elektrische Feld E. Die Herleitung der Wellengleichung für das B-Feld ist analog. Du bekommst genau die gleiche Wellengleichung heraus, nur dass statt dem Buchstaben E der Buchstabe B in der Wellengleichung steht. Woher wissen wir überhaupt, dass wir jetzt eine Wellengleichung haben? Na, indem wir unser Ergebnis mit der allgemeinen Form einer Wellengleichung vergleichen. Hierbei ist Vp die Phasengeschwindigkeit der Welle. Sie gibt an, wie schnell sich ein Wellenberg der Welle von A nach B ausbreitet. Wenn du die beiden Wellengleichungen vergleichst, dann siehst du, dass μ0 mal ε0 gleich 1 durch Vp zum Quadrat sein muss. Stelle nach der Phasengeschwindigkeit um. Sowohl μ0 als auch ε0 sind Naturkonstanten, deren Werte wir kennen. Wenn du konkrete Werte für die Naturkonstanten einsetzt, dann bekommst du einen konkreten Wert für die Phasengeschwindigkeit der elektrischen Welle E. Dieser Wert sollte dir bekannt vorkommen. Wie du siehst, breitet sich die Lösung der Wellengleichung, also das E-Feld und B-Feld, mit der Lichtgeschwindigkeit c aus. Unsere hergeleitete Wellengleichung für das E-Feld können wir also auch mit der Lichtgeschwindigkeit c ausdrücken. Lass uns kurz die Struktur der Wellengleichung anschauen. Auf der linken Seite der Wellengleichung steht, wie sich die Welle räumlich verändert und auf der rechten Seite, wie sie sich zeitlich verändert. Diese Wellengleichung ist eine Vektorfeldgleichung für das E-Feld und stellt eine sehr kompakte Schreibweise für drei skalare Wellengleichungen dar. Nabla-Quadrat E ist im dreidimensionalen Fall ein Vektor mit drei Komponenten. Wenn du diesen Vektor ausschreibst, bekommst du für die erste Komponente die Summe der zweiten Ableitungen von Ex nach x, y und z. Für die zweite Komponente bekommst du die Summe der zweiten Ableitungen von Ey und für die dritte Komponente die Summe der zweiten Ableitungen von Ez. Die rechte Seite der Wellengleichung ausgeschrieben ist ein Vektor, der die Zeitableitungen verschiedener E-Feldkomponenten enthält. Insgesamt sind das drei nicht gekoppelte partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Ihre Lösung ergibt das E-Feld der Welle zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort. Löst du die erste Differentialgleichung, dann findest du heraus, wie sich die erste E-Feldkomponente zeitlich und räumlich verändert. Mit allen drei Komponenten des E-Feldes und den drei Komponenten des B-Feldes kennst du das gesamte zeitliche und örtliche Verhalten der Welle. Lösung der Wellengleichung ist zwar eine Welle, aber nicht unbedingt eine elektromagnetische Welle. Eine elektromagnetische Welle im Vakuum hast du nur dann, wenn die Lösung der Wellengleichung auch alle Maxwell-Gleichungen im Vakuum erfüllt. Schauen wir uns mal an, welche weiteren Bedingungen die Lösung der Wellengleichung für B- und E-Feld erfüllen muss,
damit sie eine elektromagnetische Welle ist. Um zu sehen, welche Bedingungen die erste Maxwell-Gleichung verlangt, betrachten wir als Beispiel eine konkrete Lösung der Wellengleichung, nämlich eine dreidimensionale ebene Welle, die durch diese Sinusfunktion beschrieben wird. Hierbei ist E0 ein Vektor, der in Richtung von E zeigt und drei Amplituden in X, Y und Z Richtung als Komponenten hat. K ist der Wellenvektor und legt die Ausbreitungsrichtung der Welle fest. Omega ist die Kreisfrequenz. Das Skalarprodukt von K mit dem Ortsvektor R kannst du auch ausschreiben. Die Divergenz des E-Feldes ist die Summe der Ableitungen der einzelnen Feldkomponenten nach X, Y und Z. Und diese Summe soll nach der Maxwell-Gleichung 0 sein. Rechnen wir die Ableitungen konkret aus. Die Ableitung von Sinus nach X ergibt Cosinus und die Wellenzahl Kx kommt als Faktor davor. Dann leiten wir den Sinus nach Y ab und anschließend nach Z. Den Cosinus können wir ausklammern. Die Summe in der Klammer entspricht genau dem Skalarprodukt zwischen dem Wellenvektor K und dem E-Feldvektor mit den Amplituden. Damit die erste Maxwell-Gleichung für alle Zeiten t und Orte x, y, z 0 ist, muss das Skalarprodukt 0 sein, weil Cosinusfunktion ist natürlich nicht immer 0. Damit das Skalarprodukt 0 ist, müssen der Wellenvektor und der E-Feldvektor orthogonal zueinander sein, und zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort. Die erste Maxwell-Gleichung im Vakuum verlangt also, dass das E-Feld nur senkrecht zur Ausbreitungsrichtung herumschwingen darf. Wenn du eine ebene Welle für das B-Feld nimmst und analog mit der zweiten Maxwell-Gleichung vorgehst, Divergenz von B ist gleich 0, dann bekommst du heraus, dass auch das B-Feld stets senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ist. Nehmen wir die vierte Maxwell-Gleichung für die Rotation des B-Feldes. Wir kennen aus der Mathematik, dass der Ergebnisvektor des Kreuzprodukts stets orthogonal zu den Vektoren ist, zwischen denen das Kreuzprodukt gebildet wird. In diesem Fall steht also der B-Feldvektor senkrecht zum Vektor, der die Ableitung des E-Feldes ist. Im Falle einer ebenen Welle zeigen der E-Feldvektor und seine Zeitableitung in die gleiche Richtung. Damit steht das B-Feld nicht nur senkrecht zur Ableitung des E-Feldes, sondern auch zum E-Feldvektor selbst. Die gleiche Bedingung verlangt auch die dritte Maxwell-Gleichung. Das E-Feld einer elektromagnetischen Welle im Vakuum muss also stets orthogonal zu ihrem B-Feld sein. Wir können also zusammenfassend sagen, eine elektromagnetische Welle, die sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, hat ein B-Feld und ein E-Feld. Die beiden Feldvektoren stehen stets orthogonal zueinander und zur Ausbreitungsrichtung der Welle. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.